generell läuft die Übung eigentlich so, wie sie vorgesehen ist. Es hakt ein bisschen an die Wasserprüfgeschichten, die im Nachhinein am Laufen sind, aber die Wasserversorgung in den Tunnel hinein für den Löschangriff hat alles hundertprozentig geklappt. Was wir zurzeit haben, wir haben zurzeit zwei real verletzte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Eine wird jetzt abtransportiert, ist aber nicht so tragisch, und der andere wird jetzt dem Rettungsdienst zugeführt. Wir haben einen verunglückten Personenzug, wo dann auch ein Brand oder mehrere Brände ausgebrochen sind. Mit mehreren Verletzten wurden gerechnet. In der Zwischenzeit haben wir Erkenntnis, dass wir zurzeit mit 22 Verletzten zu tun haben. Die Brände sind erfolgreich bekämpft worden. Zurzeit ist die Dringlichkeit, diese Verletzten über den nicht betroffenen Tunnel nach außen zum DRK 1, den Behandlungsplatz zu bringen. Eingesetzte Kräfte haben wir von den Feuerwehren Kochem, Rudisch, Ediger und Brem. Außerdem ist das THW mit 25 Personen im Einsatz und das DRK mit 99 Kräften. Gesamteinsatzstärke mit den Personen der TL sind 181 eingesetzte Personen. Die Patienten werden hier gesichtet in der Eingangsrichtung. Da stellt ein Arzt fest, wie schwer ist der Patient verletzt und wie muss er behandelt werden. Auch, Achtung. Entsprechend werden die dann gesichtet nach Kategorien und Farben und gehen dann in die einzelnen Behandlungszelte, um da stabilisiert zu werden, damit man dann hinterher über die Ausgangssichtung, also der Patient wird nochmal kontrolliert, an Rettungsmittel übergeben können und damit zur weiteren Behandlung im Krankenhaus verbringen können.